Du willst keine Stories mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Moin ihr Lieben. Ja, ich habe eine Bitte. Und zwar habe ich ja eine geile Idee. Aber ich brauche da Unterstützung für. Und zwar, jetzt zeige ich euch das gleich. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Da sollen sich ganz viele Kinder drüber freuen. Und wer Lust hat, kann dann auch gerne hier vorbeikommen. Und zwar möchte ich dieses kleine Häuschen komplett als Hexenhaus machen. So wie bei Hänsel und Gretel. Das heißt, ich möchte das alles schön bekleben mit Süßigkeiten, mit Lebkuchen und. Und dann brauche ich da Unterstützung von, weil so viel Lebkuchen weiß ich nicht, wo ich das kriege oder Süßigkeiten. Also, das wäre eine geile Aktion. Wer Lust hat, mich damit zu unterstützen, kann sich gerne bei mir melden. Ja, auf so dumme Ideen komme ich. Nee, das ist wirklich, das soll so ein Anziehungspunkt werden. Wir werden das komplett auch mit Backpapier belegen, so dass man auch die Süßigkeiten und die Lebkuchen auch da anschließend noch essen kann. Das ist ganz wichtig. Und es wird ein Zelt drüber gebaut, dass da erst gar kein Regen reinkommt und so. Also, wer Lust hat, meldet euch. Egal, Bäckereien, Lebkuchenhersteller, Süßigkeitenhersteller. So, und jetzt ist mir das richtige Wort eingefallen. Knusperhäuschen, so heißt das ja. Also, wer Lust hat, mich damit zu unterstützen, meldet euch. So, heute ist Donnerstag. Ein Tag noch, dann ist Wochenende. Ja, Udo geht immer noch arbeiten. Udo muss auch noch arbeiten. Also, bis dahin. Und schöne Grüße aus dem Felde an euch allen da draußen. So, jetzt bin ich zu Hause. Jetzt habe ich natürlich ganz viele Ansprachen schon gekriegt. Die wollen mich gerne unterstützen. Das heißt, keine finanziellen Unterstützung. Das möchte ich nicht. Nur Lebkuchen, Süßigkeiten, was wir da dran machen können. Ich werde jetzt gleich in die Story hier die Adresse angeben vom Vereinsheim, da könnt ihr das dann hinschicken, wenn ihr es wollt. Ja, ihr seid top. Ich freue mich schon riesig drauf, das zu machen. Ja, und zum Schluss nochmal, wenn ich Süßigkeiten kriege, Lebkuchen und allerlei, was wir nicht brauchen, wenn das Häuschen dann fertig ist, das Knusperhäuschen, das wird dann gespendet an ein Kinderheim. So. Jetzt bin ich aber fertig. Bis dann. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich unser Knusperhäuschen bei uns auf dem Wanderweg fertig kriege. Dann kommst du auf so eine glorreiche Idee und kaufst einen Manta. Gib Stück beiseite. Nein! Wieso nicht? Gib Stück beiseite. Ja, du weißt wer. Ich war in Bad. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht trinken, bevor du hier Linie ziehst. Ja, du musst. Hast du die Gummidichtung? Welche Gummidichtung? Ich hab keine Gummidichtung hier. Oder? Doch. Doch. Schrauben sind hier. Die Nuss brauchen wir. Du fängst bei Stick.